Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bilder Challenge, mein Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind am Stroh abfahren. Die Ernte läuft in Hochtouren. Und ja, wir haben einen Heidenspaß. Ich setze mich mal gerade hin. Wir hatten nämlich eine kleine Pause, da bin ich ein bisschen versackt. Und zwar, qualitätstechnisch müsste die letzte Folge für euch im alten Standard gewesen sein. Also wieder ganz normal, wie immer, vom Bild her. Jetzt ist die Sache, ich bin jetzt mal ein bisschen höher gegangen. Ich will mal testen, ob wir vielleicht eine bessere Qualität hinkriegen mit den Folgen. Mal gucken. Ich muss mir das dann selber angucken. Das ist ein Ding, Learning in Progress, Learning by Doing. Wie gesagt, die letzte Folge gestern, die müsste die gleichen Qualitätsstandards gehabt haben, wie die Folgen vor meinem PC-Neuaufbau. Die hatten auch um die 8, 9 GB war immer eine Folgenlänge. Die hatte jetzt 8 GB. Müsste eigentlich passen. Jetzt weiß ich nicht, wie groß die wird. Ich kenne mich damit nicht aus. Tino hilft mir da. Ich habe jetzt diesen einen Wert von 20 auf 18 gestellt. Dann schaue ich einfach mal, was das jetzt macht. Müssen wir einfach mal gucken. Ich ziehe ja um im Juli, dann habe ich doppelt so schnell das Internet. Dann fällt es mir sowieso leichter, Sachen zu uploaden und so weiter, zeittechnisch gesehen. Helfer E wurde manuell gestoppt. Ob ich denn helfe? Von daher, ein kleiner Streich geht da schon. Ja, hallo. Hallo? Ich habe da mal eine Frage. Hat er gar nicht geklingelt? Ja, doch, ich habe hier. Was okay, war denn das gerade mit dem? was war denn das gerade? Was? Das in den Fluss reinfahren. Okay, alles klar. Nö, nein, also pass auf. Ich bin hier gerade lang gefahren. Ja. Und dein Helfer hat die halbe Brücke abgerissen. Ja. Und da habe ich ihn beiseite gestellt, weil ich nicht. In den Fluss rein. Nee, ich muss ja auch da durch. Nee, okay, alles klar, passt. Mehr brauch nein, ich habe den da nur beiseite gefahren. Ja, nee, klar, passt. Habe ich die Handbremse nicht angezogen oder was? Ja, alles gut. Passt, danke. Ey, jetzt hör da auf, du, was Tschüss. Hast du vor? Was, hey? Warum fährt der weiter, der Schlingel? Das ist so ein Stänkerfritze, das ist echt unfassbar. Da muss ich mir überlegen, ob ich da was mache, aber wahrscheinlich nicht. So, Feld 1 ist gleich fertig. So, lieber Chat, geht mal bei Tino in die Folge, ungefähr bei Minute 3 oder 5, irgend sowas, und guck mal, was der genau mit meinem Traktor gemacht hat. Das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, es kann schon sein, dass sich der Helfer da an der Brücke verhakt hat und er hat ihn gelöst und hat ihn dann ins Flussbett gefahren. Ich denke, so wird es gewesen sein. Naja. Erstmal hier vorne die Ecke fertig. Und dann können wir da gleich Tiefen lockern. Oh, der brettert da mit seinem Mähdrescher allein. Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn das mit dem.
Gott, jetzt sieht man es gar nicht mehr. Natürlich blöd, dass man es jetzt gar nicht mehr sieht. So. Weil ich glaube, wir müssen es nicht tiefen lockern, oder? Wenn wir es jetzt dann neu ansehen und direkt striegeln danach, könnte es sein, dass es reicht. Und das ist ja los. Eva, da ist er. Lass mal gucken, haben wir hier irgendeine Hinweis. Kraut entfernen. Abgeerntet. Es muss nicht gepflügt werden, gar nichts. Das ist ja krass. Da nicht etwas. Das jetzt umsonst grubbern wäre auch Quatsch. Gekalkt werden muss es auch noch? Da ist doch schon eine Menge Stroh, die zusammenkommt. Guck mal, da passen immer, was passt hier rein? Ich will gleich nochmal gucken. Ungefähr 50.000 Liter. Bisschen weniger. Oh, läppert sich.
Wieder eine Bude voll. Guck, jetzt sehen wir es. 46.000 passen rein, ne? Ja, nicht ganz. Was ist denn das für eine Füllanzahl? Halt, stopp, Martin. Ich komme. Honig haben wir auch wieder ein bisschen was, Mensch. Schick. So. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, das dicke Ding zu kaufen, hier, finde ich. Guck mal, wie oft ich jetzt schon mit dem kleinen Stinker hätte fahren müssen. Das hätte ja kein Mann tun können. Macht er denn? Also er will gerade fahren. Okay. Schneegans, hallo? Ja, hier ist der Willi 666. Ah, hallo. Willst du jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben? Wieso? Ja, weil ich den da umgeparkt habe. Hatten wir schon was miteinander zu tun? Ja. Was denn? Bei der Wende. Ach so. Und ich hab dir meinen Kalkstreuer gegeben. Ja, da war doch fit quasi. Ja, ich frage ja nur. Ich pflege ja ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Das hat nicht so ausgesehen, wenn man absichtlich die Geräte seiner Nachbarn ins Flussbett fährt. Also, Ich dann denke, dass es lustig ist. Warum lustig? Weiß nicht. Also, mit den absichtlich, das kann man ja sehen, wie man will. Also, ja, da hast du recht, aber nur zum Teil. Weil ich habe das Fahrzeug absichtlich bewegt, aber eben um die Straße freizuräumen, weil die dort blockiert war. Aber bei dem Flussbett, links und rechts vom Flussbett, war genug Stellfläche, der nicht auf der Straße gestanden hätte. Hätten wir es auch gesehen. Das ist mein Gras. Ja. Ich stehe nicht auf mein Gras. Okay. Der hat voll den Tieflockerer dran. Ja, dann senkt er den ab und dann. Wer soll denn den absenken? Mir ist gerade erst einer durchs Feld gefahren. Wer bezahlt mir den Schaden wieder? Keiner. Na, der durchs Feld gefahren ist, oder? Ich meine, der war wenigstens ehrlich, hat angerufen, deswegen habe ich nichts gesagt. Achso, quasi, da hat er ihn was voraus, ja. Ich würde auch direkt anrufen. Das wage ich zu bezweifeln, ob sie sich bei mir gemeldet hätten, dass sie das Ding da ins Flussbett gefahren haben. Ich hätte... Ja, das Problem ist, ich war ja noch nicht mal mein Feld richtig eingestiegen und habe die Tür zuklicken gehört. Da hat es ja schon geklingelt. Ja, weil ich eine SMS bekommen habe von meinem Helfer, dass er gestoppt wurde. Genau. Weil der da quer auf der Straße stand und hat eine Brotpause gemacht, weil er nicht mal weiter wusste, der Idiot. Ja. 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 Was gibt's denn, Herr Fers? Aber warum ja, ich wollte nur, dass Sie, ich wollte nur nicht, dass unser Verhältnis gekränkt wird dadurch. Nicht, dass Sie denken, ich wollte Ihnen da Schaden zufügen. Das war ja nie meine Intention. Ach so. Nee, also nee, ich fahre auch immer die Maschinen ins Flussbett, um jemandem zu helfen. Mir ist da, ich hatte so ein kleines Déjà-vu, das hatte auch mit einer Brücke und einer Klippe zu tun. Ja. Ah, da hing sie mal ziemlich ab. Ja, bis einer ja, dann und da könnte sie sich noch dran erinnern, wer extra losgefahren ist durch die halbe Nacht. Oder um sie dort rauszuholen aus dieser misslichen Lage, die sie sich da gebracht haben. Nur, dass derjenige sie dann verschlimmert hat, indem er gesagt hat, da kommen sie eh nicht mehr raus und ist rückwärts reingefahren in die Klippe. Da hat das Gas geklemmt. Ach so. Also, in so einer heiklen Situation, ja. Nee, es hat nicht geklemmt, aber in so einer heiklen Situation mal Gas und Bremse zu verwechseln, weil man total am ist. Wissen Sie, wenn Sie müssen sich erstmal selber in so einer Situation befinden, um das überhaupt einschätzen zu können. Ich war doch in der Situation. Das stimmt. Ja. Aber Sie waren nicht in meiner Situation.
Sie haben ja, gut, ja diese ganzen, das Ding war, Sie haben ja die ganze Verantwortung auf mich abgewälzt. Die hatten sie ja nur so lange, wie sie im Fahrzeug gesessen hatten. Sie hätten ja noch aussteigen brauchen, anstatt das Fahrzeug komplett in die Klippe reinzufahren. Ja, ich wollte ihnen ja helfen, aber. Ja. Nein, aber sie müssen, Herr Schlegans, sie müssen selber sein. Das war aussichtslos. Ja, das. Danach auf jeden Fall. War aussichtslos. Ja. Es war aussichtslos. Mhm. Da war nichts mehr zu machen. Ja. Wow! 1050 im Schleudergang heute unterwegs. Leck mich am Arsch! Alter Vater! Gut, alles klar, Herr Schlegans, ne? Ich wollte mich nur noch sagen, dass das keine Absicht war, ne? Ja, glaube ich. Tschüss! Tschüss! Ah, yeah. So ein Spinnerich. Ey, es wird noch einer komplett voll. Also jetzt danach nicht nochmal, aber hier wird nochmal komplett voll. Ganz easy. Ganz easy. So, tankt da schon wieder ab. Goldene Geld. Goldene Geld. Da wird es ein bisschen einfacher zum Sammeln. Hier ist ein bisschen gewurschtelt. Bisschen. So, da hinten war ja auch fertig. Dann ziehen wir jetzt hier um. Oh, zu weit. Einfach mich hoch. Ist noch ein bisschen Futzel. Oh. Halt, stopp. Halt, stopp. Jeder Fitzel muss mit. So, Feld Nummer 1, El Lund leer. Hier fällt er, da vorne ist er doch noch hier. Zack, dann nehmen wir noch mit. Die Puffeln können wir hier direkt anschließen in die das Vorgewinde. So, liegender Übergang. Wunderbar.
Ich überlege gerade, nee, das waren auch 98%. Das waren auch 98% Wachstumsbonus. Der große da, Hirse, ist 100%. Nein! Jetzt wird die schwarze breit. Ah! Links und rechts liegen lassen. Ah, da ist auch ein bisschen drin. Oh, komm mal. Ja, mitkommen. Böse Strom. Halt, stopp. Nein. Oh, das wird sogar krass. Hätte ich nicht gedacht. So. Ich war eh gleich wieder voll. Da, Herr Aldau schreibt Stopp. So. Da. Und voll. Zack. Kommen wir jetzt hier rum? Kommen wir da rum? Obwohl, wir haben mitlenkende Hinterachse im LKW und der Sammelwagen lenkt auch mit. Easy. Nice. Mal gespannt, wie viel Stroh wir am Ende haben. Bisschen was war ja schon drin. Zwingen uns zum Stopp. Aber wir sind auch schon 4 Minuten drüber. Mann. Ich will doch nicht aufhören. Es dauert wieder bis Montag. Ich will doch nicht aufhören. Wir machen das Feld hier auf jeden Fall noch fertig. Das LU soll ja noch das Feld fertig machen. Ja, eh nur noch 2 Bahnen. Sind ja eh nur noch 2 Bahnen. Noch mal schnell einen Ladewagen vollgeprügelt. Oh, Tank voll. Zack. Da. So. Na, dann wird es doch nicht mehr. Aber ist ja eigentlich auch egal. Wir spulen ja nicht und nix. Also.
Eigentlich ist er wurscht. Ja gut, meine Lieben. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie die Qualität der Folge ist. Und der letzten von mir aus auch gerne. Weil, wie gesagt, ich bin noch im Selbstfindungsmodus. Was die Videoeinstellung angeht. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr da Feedback da lasst. Ansonsten, natürlich sehen wir uns heute Abend im Livestream, wenn ihr Bock habt. Auch das würde mich logischerweise sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielleicht sehen wir uns gleich. Und sondern bis morgen in der nächsten Folge. Bis dahin.